A Coruña ist die wirtschaftlich bedeutendste Stadt Galiciens. Hier gibt es auch die größte Musikszene. Und deswegen sind die Seibanes mit ihrer Dudelsackmanufaktur hierher gezogen. Eigentlich kommt die Familie aus einem kleinen Dorf. Susana wohnt direkt neben ihrer Schwester Sainza. Ihre eigenen Söhne Fis und Anton und die Kinder ihrer Schwester Bryce und Maren wachsen zusammen auf und machen auch gemeinsam Musik. An diesem Nachmittag will Susana mit den Kindern ein Stück zum 100. Geburtstag des Firmengründers einstudieren. Zu diesem Anlass soll die Familie auf großer Bühne auftreten. Wir nennen uns die Balkonband. Denn während des Corona-Lockdowns haben wir mit den Kindern jeden Tag auf meinem Balkon musiziert und so den Leuten Mut gemacht. Daraus ist sogar eine CD entstanden. Eine Aufnahme mit meinen Kindern, meiner Schwester, meinen Neffen und mit mir. Ihr Paradestück, ein portugiesischer Fado. O Sacristán de Coimbra. Das Lied handelt von einem armen Küster, von der Liebe zum Meer und von der Liebe im Allgemeinen. Fado ist in Galicien sehr populär. Das Stück müsste eigentlich morgen beim Publikum gut ankommen. Ach, bestimmt. Die Leute haben ja einige sehr traurige Monate hinter sich und finden es gut, dass wir für das Personal in den Krankenhäusern und für sie gesungen haben. Also, der Auftritt, das wird schon.